Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Serie Mixdown. Ich mische einen Song hier vor auf dem YouTube-Kanal und du kannst dir anschließend die Multitracks runterladen und den Song nachmischen. In der heutigen Episode zeige ich dir, wie du deinen Mix durch Mix-Bass-Bearbeitung sehr, sehr schnell verbessern kann. Ich zeige dir, wie du Lead-Vocals, die in einem sehr ungünstigen Raum aufgenommen worden sind, wie du die schnell verbessern kannst. Und ich zeige dir, wie du die Backing-Vocals perfekt hinter die Lead-Vocals einbettest. Und wir starten genau jetzt. Wir mischen heute einen coolen Pop-Song von der Band Cave Fields. Die kommt aus der Nähe von Köln und ich habe dir die Facebook-Seite und auch die Instagram-Seite unten verlinkt. Apropos Instagram, ich bin jetzt auch auf Instagram und wenn du mich unterstützen möchtest, dann such dort einfach nach Songwriter Online. Die Band hat den Song richtig gut arrangiert, er ist auch richtig gut gemacht und die Spuren sind sehr, sehr gut aufgenommen. Das heißt, auch wenn du Mix-Anfänger bist, hast du da eine gute Chance, dass du einen ordentlichen Mix rausbekommst. Ich zeige dir jetzt gleich kurz, wie ich den Song gemischt habe und gehe auf zwei, drei Themenbereiche genauer ein, damit du so einen groben Leitfaden schon mal hast, wie du den Song abmischen kannst und dann kannst du dir anschließend die Multitrack-Session von diesem Song runterladen. Die habe ich unten in die Beschreibung mit reingepackt und kannst den Song nachmischen. Also genug geredet jetzt, wir gehen gleich ins Projekt. Okay, wir sind im Projekt und hören erst mal rein. Okay, richtig cooler Pop-Song, Pop-Rock-Song, richtig geil arrangiert und vor allem, was sehr spannend ist jetzt gerade bei diesem Mix, sind die Satzgesänge, also sehr viele Backing-Vocals und da zeige ich dir gleich auch noch was dazu. Aber als erstes möchte ich dir zeigen, wie du einen Mix durch oder den Gesamtmix durch die Mix-Bass-Bearbeitung schon wesentlich besser machen kannst. Ich schalte ja den Mix-Bass, heißt hier in Logic Stereo Out, in manchen nennen es auch Master-Fader, das ist egal. Das ist hier dieses Nadelöhr, durch das alle Einzelspuren nachher durchgehen. Und hier habe ich verschiedene Plugins sitzen und durch diese Plugins habe ich durchgemischt. Das heißt, die habe ich zuerst hier reingeladen, ohne dass irgendein Plugin oder Effekt in die Einzelspuren geladen war. Also ich schalte mal hier die ganzen Plugins im Mix-Bass aus und dann schalte ich sie zu und du wirst dann einen massiven Unterschied hören. Also massiver Unterschied, es klingt sehr viel klarer, es klingt druckvoller, der Bassbereich ist aufgeräumter und es klingt einfach ein Tacken professioneller wie ein professioneller Mix. Und ich zeig dir mal im Einzelnen, was für Plugins ich hier drin habe. Ups, der hat sogar ein bisschen übersteuert, du liebe Güte. Also, wir haben hier als erstes Greg Wells Mixcentric. Und das ist ein Plugin, das bedienst du über einen einfachen Drehregler hier und unter dieser Maske verbergen sich Saturation, eine EQ-Kurve, die wir so nicht kennen und ein Kompressor. Und ich schalte ihn mal zu, weil dieses kleine Plugin hier von Greg Wells kann deinen Mix schon massiv verbessern. Und du musst einfach hier nur den Input und den Output anpassen, damit du nicht übersteuerst, was ich jetzt hier offensichtlich ein bisschen getan habe. Also schalten wir da als erstes mal zu. Also hier hörst du schon eine massive Verbesserung, wie wenn so ein Teppich vom Mix gezogen wird und die ganze Sache wird auch schon ein kleines bisschen druckvoller. Das zweite, was ich immer mache, ist ein bisschen Mix-Bass-Compression. Der macht einfach, dass der Mix so ein bisschen besser zusammenrückt. Wir bekommen ein bisschen mehr Mix-Glue und vor allem Snare-Drum und Bass-Drum kommen etwas besser durch, ein bisschen durchsetzungsfähiger, weil der ganze Mix so um 2-3 dB komprimiert wird. Dann kommt das nächste, das ist Kramer Master Tape. Und das mache ich meistens hier bei 7,5 IPS, das ist das Tape Speed, um ein bisschen mehr den Low-Frequency-Bereich zu betonen, um dem Ganzen ein bisschen mehr, sage ich mal, Wumms in den tiefen Frequenzen zu geben und den ganzen Klang von diesem Mix ein bisschen satter zu machen. Was ich dann noch mache, ist der Magic EQ, das setze ich meistens nach diesen drei Plugins ein, es sind nicht immer die drei gleichen hier. Und hier habe ich einfach einen Referenzsong genommen und diesen Referenzsong
An die Frequenzkurve des Referenzsongs habe ich jetzt die Frequenzkurve meines Songs hier angepasst und auch da hat sich einiges getan. Wesentlich klarer, wesentlich offener klingt der Klang hier, weil der professionelle Mix oder der Referenzmix hat hier einen Bereich von 500 und 1 Kilohertz offensichtlich wesentlich weniger gehabt. Also beim Referenzmix, wenn du hier mit Magic Q arbeitest, ist es immer wichtig, dass du einen aus demselben Genre nimmst. Ansonsten macht es nicht viel Sinn. Und dadurch hat der Mix jetzt hier nochmal, klingt der Mix jetzt nochmal wesentlich besser, nur durch das Klauen der Frequenzkurve eines anderen Mixes. Auch das habe ich nochmal in einem Einzeltutorial erklärt. Schaust du einfach mal nach Magic Q bei mir im YouTube-Kanal. Und zum Schluss habe ich noch das geniale Plugin Bassroom angewandt. Ich mache jetzt hier mal aus, sonst kriegen wir hier Chaos. Bassroom passt den, ist im Prinzip auch ein Match EQ, aber nur für den Bassbereich deines Mixes. Und hier kannst du den Bassbereich anpassen. Er zeigt dir hier über diese Schieberegler, wie der Bassbereich eines optimalen Mixes aussieht in diesem Genre. Da kannst du auch Referenztracks reinladen. Auch das probiere ich mal kurz aus. Ich schalte das Plugin erst aus und dann an. Auch ein super geniales Plugin. Also mit diesem Plugin kannst du auch wirklich deinen Bassbereich sauber anpassen an einen Referenzmix und somit klingt dein Mix einfach wesentlich besser. Also nochmal Mixbassbearbeitung alles aus und dann an. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht und das kann ich immer wieder, kann ich nicht oft genug betonen, wie viel du in der Mixbass-Bearbeitung schon rausholen kannst einfach. Das ist wirklich der Wahnsinn, was man da schon rausholen kann. Und damit kommen wir weiter, gehen wir weiter zu Punkt 2 und das, was ich dir zeigen wollte hier, war, wie du Lead-Vocals oder Vocals allgemein, die in einem nicht optimalen Raum aufgenommen worden sind, wie du die verbessern kannst. Ich schalte die mal solo, wir gehen hier mal rein. Schönes Delay, darum geht es aber jetzt heute nicht. Ich schalte mal alles ab, bis auf Deep Breath oder Deep Breath können wir auch abschalten. Über Deep Breath tue ich nur seine Atmer automatisiert leiser machen. Und jetzt hören wir uns mal die Lead Vocals hier roh an, so wie ich sie bekommen habe. Wanna go far away with the sun to burn away these pages that I wrote to feel. Das ist echt krass. Also, das ist in einem Raum aufgenommen worden, der alles andere als optimal war. Ich mach mal Deep Breath hier an. Was du jetzt hier machen musst, ist wirklich, und das ist ganz wichtig, ist, du musst die schlechten Raumfrequenzen suchen und musst die rausziehen. Das ist wirklich extrem wichtig, weil ansonsten hast du keine Chance. Und diese Raumfrequenzen habe ich hier gesucht. Sieht ein bisschen komisch aus, die EQ-Bearbeitung hier. Die habe ich gesucht und ich zeig dir mal, welche ich gefunden habe. From this place with the sun to burn away these pages that I wrote to feel something different. It's all I hear every day away from this place. Also kannst du deutlich sehen, was ich hier, beziehungsweise hören, was ich hier gemacht habe. Also du kannst hören, dass hier um die 200 hat der Raum eine üble Resonanz gehabt, eine dröhnende, unangenehme Resonanz, sehr unangenehm, die ich rausgezogen habe. Um die 500 war das, das ist auch eine Raumfrequenz, das kann öfter passieren, die auch sehr mumpfig klingt, diese Gießkannen-Sound, da habe ich auch ordentlich was rausgenommen, 6 dB und hier war auch noch was bei um die 2 dB, ich weiß nicht, was das war, vielleicht eine Wand in dem Raum oder sonstiges und dann habe ich versucht, hier gegenzuarbeiten, weil die Stimme insgesamt relativ dumpf geklungen hat, einfach noch ein bisschen ein High-Shell-Filter, um die Höhen ein bisschen anzuheben.
Das zweite, was ich gemacht habe, sind zwei Kompressoren, um die geht es aber jetzt heute auch nicht. Einfach um den Gesang präsenter insgesamt zu machen. Das habe ich schon in anderen Tutorials erklärt. Und ich habe versucht, weil die Stimme so dumpf war, über den Vintage Oral Exciter von Waves die Vocals noch ein bisschen spitzer zu machen. Einfach, weil ich im Brustbereich, also um die 200 Hertz so viel rausziehen musste, weil der Raum so mies geklungen hat und weil das so überbetont war, klingt die Stimme jetzt, wenn wir sie jetzt nochmal anhören, klingt diese Stimme einfach ein bisschen dünn tatsächlich, ja. Ich schalte mal die Kompressoren zu, dann wird es ein bisschen besser. Away from this place, with the sun to burn. Away these pages that I wrote to feel. Also was ich jetzt rausziehen musste durch diese EQ-Bearbeitung, wie viele Frequenzen, die teilweise für einen männlichen Gesang auch wichtig sind, die ich rausgezogen habe, die konnte ich jetzt über die Kompression wiederholen. Und jetzt schalte ich diesen Vintage Oral Exciter zu. Der gibt im Obertonbereich Töne hinzu oder Frequenzen hinzu, die so in der normalen Stimme gar nicht da sind und macht sie dadurch luftiger. Da habe ich auch nochmal ein Video drüber gedreht, falls du dich dafür interessierst. Ich schalte ihn auch mal zu. Away from this place, with the sun to burn. Away these pages. Also da habe ich so eine Luftigkeit und das klingt jetzt hier insgesamt fast ein bisschen aggressiv. Die Vocals klingen hier recht dünn und ziemlich komisch, aber im Mix, kann ich es nochmal zuschalten, klingen sie dann schon wesentlich besser, wenn ich hier alles zugeschaltet habe. Zum Schluss noch ein De-Esser habe ich gemacht. Schalten wir die mal alle zu. Far away from this place with the sound. Okay, also klingt wesentlich besser, die Delay-Fahne hier, klingt wesentlich besser so, obwohl du Raumfrequenzen hier wirst rausziehen müssen, auch wenn du den Song nachher nachmischst, aber so kann man so einen Gesang, da kann man doch einiges noch machen, auch wenn du am Anfang denkst, oh, das ist echt übel, von den Raumfrequenzen her ist es nicht optimal, aber da kann man noch einiges dran machen. Okay, der dritte Punkt, den ich dir zeigen möchte, sind, wie ich die Backing-Vocals abgemischt habe. Die Backing-Vocals sind hier und da hören wir einfach auch mal im Schlussrefrain hier nochmal Solo rein. Müsste hier sein. Ja. It will rain, yeah. It will rain, yeah. Okay, zunächst mal müssen wir diese Backing-Vocals, und das sind ganz schön viele, das sind vier Backing-Vocals, die nach links und nach rechts verteilt sind. Und dann haben sie noch mehrere Doubles, die eher so ein bisschen Ad-Lib singen, manchmal nur die Lead-Vocals doublen. Die habe ich hier auch noch verteilt. Aber hauptsächlich geht es um die hier. Und was ich zunächst mal gemacht habe, also was wichtig ist bei Backing-Vocals, ist, dass du die Backing-Vocals hinter die Lead-Vocals mischen möchtest. Und das habe ich jetzt folgendermaßen gemacht. Zunächst mal habe ich die Frequenzkurve mehr oder weniger geklaut von den Lead Vocals, aber nicht alles. Also hier um die 200 Hertz war es nicht so schlimm. Ich habe auch 500 rausgezogen. Ich habe auch diese komische Frequenz bei 2 Kilohertz rausgezogen, weil das ist ja im gleichen Raum eingesungen worden. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe hier die Höhen nicht angehoben, sondern über einen Shelving-Filter ein bisschen abgesenkt. Und das hat den Effekt, dass die Lead Vocals so ein bisschen hinter die, Entschuldigung, dass die Backing Vocals ein bisschen hinter die Lead Vocals rutschen. Und das möchten wir, denn alles, was dunkler klingt, was nicht so hell klingt, ist nicht so hochfrequent klingt, nehmen wir auch weiter weg wahr. Und deswegen kann ich so schon mal die Backing Vocals, das ist der erste Schritt, um die Backing Vocals hinter den Lead Vocals einzubetten. Das wäre Schritt 1. Schritt 2 ist, dass ich die Backing Vocals natürlich leise gemacht habe. Also wir haben hier die Lead Vocals voll offen. Und dann siehst du hier, dass die Backing-Vocals einfach ein bisschen leiser sind. Dass sie ein bisschen leiser abgemischt sind. Und das, was leiser ist, nehmen wir auch weiter hinten wahr, genau. Und das Ziel ist ja, die Backing-Vocals hinter die Lead-Vocals zu bringen. Was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe die Backing-Vocals natürlich im Stereofeld verteilt. Und hier mache ich es immer so, wenn ich sie im Stereofeld verteile, ist, dass ich die tiefen Stimmen
etwas näher, also die tieferen Backing Vocals, die tiefer singen, etwas näher an die Lead Vocals hinpanne. In dem Fall waren das die beiden hier, oder die sie doppeln, ein bisschen näher in das Zentrum. Und je höher die Stimmen werden, je höher die Backing Vocals werden, desto weiter panne ich sie nach außen. Jetzt machen wir mal hier die Lead Vocals und dann schalte ich die Backing Vocals dann mit dazu einzeln. It will rain, yeah. It will rain. Okay, du hörst also, dass die Lead Vocals leicht vor den Backing Vocals sitzen und genau das ist das, was wir wollten. Alles in allem ist das auf jeden Fall ein richtig cooler Song und du weißt, wenn du abmischen lernen möchtest, wenn du besser werden möchtest im Abmischen, dann musst du viel mischen. Also nutz unbedingt diese Chance hier und lad dir die Multitracks, die du in der Beschreibung findest, runter und misch diesen Song nach, denn nur so wirst du besser werden. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Mix schnell verbessern kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video hier. Da zeige ich dir 3 Tipps, wie du deinen Mix sehr, sehr schnell verbessern kannst und die du dir unbedingt zu Herzen nehmen solltest. Ansonsten wünsche ich dir riesig viel Spaß beim Nachmischen. Vielleicht gibst du mir mal ein Feedback, wie es so geklappt hat, oder schickst mir deinen Mix per E-Mail, dass ich mal reinhören kann. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!